Jo, Leute, euer Rhee hier. Willkommen zu Rhee am Mittwoch und heute wieder ein kleiner Talk. Und ich hab mein Man, den legendären Jan, Dr. Jan Lampata am Start. Moin, Leute. Wie geht's? Gut. Gerade aufgestanden, aber... Ja, du bist ein Nachtschichtler. Ja, so. Meistens. Alle 3 Wochen. Bah. Aber dafür rollt der Rubel. Genau. Okay, wie du weißt, wir haben, ich habe gestern ja zu aufgerufen, dass die Leute Fragen stellen. Es sind auch wieder schön viele Fragen reingetrudelt. Lass uns gar nicht viel Zeit verlieren, denn bevor wir mit den Fragen anfangen, möchte ich die Sachen zeigen, die du mir geschickt hast in unserem Tausch. Kannst du dich noch ungefähr erinnern, was wir im Tausch hatten? Für die Sachen, die du mir jetzt in diese Kiste hier mitgegeben hast. Nee, nicht wirklich. Also ich weiß noch, da war ein Mario-Shirt, habe ich dir geschickt, ne? Ja, das Mario-Shirt war dabei auf jeden Fall. Und das Crisis Core für den PSP. Genau. FF7. Genau. Und ansonsten waren es ja eigentlich nur Goodies, so? Hatte ich gesagt. Stimmt. Und ein Bombenpaket hast du mir wieder gemacht. Und zwar den Controller hier hast du mir gereinigt. Und jetzt merke ich erst, Wie krass es ist, wenn der Thumbstick neu ist. Mhm. Ja, wie fest es eigentlich wirklich sein muss, ne? So, also den hast du mir gemacht. Dann hast du den, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vor 2-3 Folgen die NES, diesen Kellerfund, den ich gemacht habe mit dem verranzten Gameboy. Und der Jan hat ihn mir gesäubert. Hast du da eine neue Scheibe drauf, oder? Ja, hat mal so gesagt. Neue Scheibe drauf und dann nur reinigen. Neue Scheibe ist drauf und die Innenreinigung und, hast du gemacht. Innenreinigung und Deadlines bereinigt. Und die Deadlines, es war ja rechts und links waren Deadlines. Ja, das war ja nur noch so ein Stück. Genau. War ja nichts mehr da. Nee. Ja, den werde ich wohl auf die Börse jetzt am Samstag mitnehmen und vielleicht hat ja jemand Bock drauf. Dann vor ein paar Wochen habe ich als Channelspende von dem Mike Thiele diesen Selbst... Was sagst du zu dem eigentlich? Ich finde den nicht schön. Nicht aber schön. Das ist Geschmackssache. Ey, ich sag mal so, es bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Es war ein Geschenk. Und ja, natürlich ist es Geschmackssache. Aber ich glaube, er hat selber gesagt, so, er hat schon bessere hingekriegt. So. Aber ey, ganz ehrlich, ist ganz cool so. Sieht aus wie ein Schokoriegel. So etwa. Ja. Mit Erdbeerstippen. Genau. Und ich habe hier noch ein leeres Pocket Case da. Da kommt der jetzt auf jeden Fall rein. Dann hast du mir noch die... Moment. Bei den 4 Games hast du mir die Labels erneuert. Die waren ja alle... Genau. Ne? Die waren alle runter. So. Zack. Buck Bumble. Smash Bros. Und Mario Kart 64, allesamt mit neuen Labels. Da haben wir eigentlich auch schon die Frage geklärt, was du denn so machst halt, ne? Ja, und bei einem hatten wir auch das Case getauscht, mit dem, das Smash Bros., glaube ich, mit dem Bug Bumble. Genau, das Case besser genau ist. Da haben wir das Case noch getauscht und bei dem Super Ghouls and Ghosts hast du hinten, das war hinten, ne? Vorne. Direkt unterm Label stand der Name. Da stand der fett der Name, ey, und ich sehe absolut gar nichts mehr. Hammer. Also, Leute, ihr seht schon, was der Jan alles drauf hat. Gameboy-Mods machst du ja auch, also Backlight-Mods aller Art. Von Gameboy bis Advance und so weiter und so fort. Ne? Alles, was man machen kann. Korrekt. Also, Leute, Dr. Jan Lampada, euer Mann für solches. Und als Goodie hast du mir rein für die Wii Cooking Mama. Ja. Und Tintin. Heißt er nicht Rintintin? Ja, das ist die englische Version, deswegen steht da Tintin. Ah, das ist die englische Version, okay. Aber ist ja egal, es läuft auf jedem 3DS, ne? Ja. Werde ich auch mitnehmen auf die Börse, hast du ja gemeint, das wäre dir egal. So. Bis dahin kannst du machen, was du willst mit. Ja, du denkst so wie ich, so. Wenn ich mit Leuten Goodies mitschicke, dann können die damit machen, was sie wollen, verkaufen, kannst du, tauschen. Ja, ist mir egal. Ist mir auch wurscht. Eine Sache noch, und zwar gestern während der Arbeit in meiner Pause war ich beim Aldi. Und dann habe ich den hier gefunden. Den Kylo Ren von Hasbro. Der war in dieser Schachtel. Aber ich dachte, ich nehme ihn mal raus. Ich will auch mal was auspacken, so an Figuren und so. Aber, muss auch mal sein. Ja, aber ich heb die Schachtel auf jeden Fall auf und vielleicht, wenn er irgendwann 3000 Euro wert ist,
tue ich wieder. 2000 verkauft und dann. Genau, dann tue ich ihn wieder da rein. So. Dann kommen wir mal zu den Fragen, würde ich sagen. So, warte mal, bevor wir jetzt nochmal loslegen, ich guck nur ganz schnell, ob dieses Programm läuft und es läuft. Ja, alles klar. Müssen ja sicher gehen, dass alles cool ist. Richtig. Okay, es haben einige mehrere Fragen gestellt wieder. Ich spring wieder zwischen hin und her. Also ich lese die Fragen vor und fühl dich, kannst gerne zuerst antworten immer, ja? Dann habe ich mehr Zeit zum Überlegen, was ich sage. Also, ja gut, der erste war Peters Zeug. Wie zum Teufel kriegt man so ein sexy Thumbnail hin? Ich schätze, er meint das von dem Aufruf gestern. Ich habe ihm da schon geantwortet. Gutes Aussehen ist schon mal verdammt wichtig. Ja? So, zum nächsten. Trifft schon mal nicht zu, aber okay. Nein! So, der Tides Hubert fragt. Was für ein Auto fahrt ihr im Moment? Ich fahre im Moment einen Fiat Punto. Nicht den ältesten, sondern den mittleren. Was für ein Baujahr war das dann ungefähr? 2001 oder 2002 hat der. Oh, immerhin, ne? Also. Oh, der läuft schon seit 5 Jahren bei mir. Ja. Okay. Mein Remobil habt ihr ja bestimmt schon gesehen. Der alte, verranzte Fiesta, aber das Ding läuft und läuft und läuft und läuft. Das sind das Gute bei den alten, nicht so viel Technik-Scheiße. Genau. Aber, ja. Kommen wir zu seiner zweiten Frage, das hat auch mit Autos zu tun. Was ist euer Traumauto? Hab ich keins, Hauptsache das Ding fährt. Ja, hab ich schon eins, so, ne? Nee, aber welchen ich richtig geil finde, ist der alte A8. Also der ganz alte, ne? Der, ich glaube, ist auch so 98er Baujahr. Weißt du, welchen ich meine? Ich hab da keine Ahnung von Autos. Okay, es sieht aus wie für einen Kanzler gemacht, sag ich mal, ne? Oder für einen König oder. Also ein richtiges Brett von Auto einfach. Ja. So, Christoph Hose, was kotzt euch bei Spielen so richtig an? Wenn die unfertig. Also mittlerweile kotzt mir eigentlich nur an, dass die unfertig rauskommen. Ansonsten. Super. Das ist eigentlich, ansonsten. Wenn ein Spiel mir nicht gefällt, dann legst du es halt weg. Aber ansonsten ist es halt meistens so, die kommen so unfertig raus teilweise, dass du die teilweise auch nicht richtig spielen kannst. Ja. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Ja. Stimmt, ich stehe absolut zu. Und wenn sie zu schwer sind. Ja gut, zu schwer ist dann halt nur eine Übungssache. Bei mir wird da der Ehrgeiz geweckt, dass ich das unbedingt schaffen will. Da kommt es aber echt aufs Spiel an, habe ich gemerkt. Also. Ja. Da gibt's manche Spiele, wenn ich zwei, dreimal eine Stelle nicht schaffe und das Spiel mir an sich nicht so vielleicht so gut getaugt hat, aber ich gedacht habe, ja komm, ich spiel's mal. Dann lässt es liegen. Aber jetzt wie neulich bei Shovel Knight, wie oft ich da gestorben bin, meine Fresse. Aber ich bin immer wieder hin und ich bin jetzt im vorletzten Level. Also ich hoffe, aber das ist verdammt schwer. Ich bin an irgendeiner Stelle gerade, wo es wieder abgeht wie Sau. Naja. DBZ Clinch 97. Schaut ihr Animes oder habt ihr welche geschaut und wenn ja, welche? Also ich habe auf jeden Fall früher immer Hellsing geguckt, Burst Angel und Neon Genesis. Jetzt von den neuen habe ich noch nicht so wirklich viel Ahnung, weil ich jetzt halt nicht so dazu komme, da zu gucken. Okay. Sagen mir jetzt alle nichts, die du eben genannt hast. Kennst Hellsing nicht? Ist einer der besten. Nee, auch einer der bekanntesten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich absolut kein Anime-Typ. Aber was ich früher geschaut habe, aber ich weiß, kann man das als Anime sehen? One Piece? One Piece ist ein Anime. Ist ein Anime. Ja, das habe ich mir reingezogen. Also Pokémon ist ja auch ein Anime. Pokémon ist auch ein Anime. Also One Piece auf jeden Fall. Ist auch geil. Das war richtig fett gemacht. Die Kickers? Ist das Anime? Ja. Okay, die Kickers. Mila. Mila Superstar war auch, Mila Superstar. Ja, also. Ja, die ganzen alten Serien, die kennt eigentlich jeder. Die ganzen alten Animes. Aber ich weiß schon, ich denke schon, ich weiß, was er meint. So diese richtigen, speziellen Hardcore-Dinger da halt, ne? Aber... Ja, oder ich denke mal, er meint auch sowas wie Aika. Sagt mir nichts. Sagt ja auch nichts. Mein Gott. Ich sag ja, ich bin leider absolut nicht in dieser Welt. Hast du viel verpasst. Ja. Aber ich habe auch Schönes dazwischen getan. Sagen wir es mal.
Mika HD, PlayStation oder Xbox, sagt bloß nichts Falsches, Jungs. Also bei mir ist es definitiv die PlayStation, weil ich da halt mein Genre mehr vertreten ist, wie JRPGs und so. Okay. Weil auf der One oder so und auf der 360 gab's einen Tales-Teil. Und die anderen JRPGs, die rausgekommen sind, kamen auch dann für die PS3 raus. Ja. Aber halt Tales, dann kam Atelier und so, das gab's ja alles nur auf der PS3. Tales, das ist für mich einfach mehr Genre vertreten. Okay. Bei der One habe ich da nicht wirklich so was, wo ich sage, das muss ich haben. Okay. Deswegen habe ich auch noch keine. Ja, ich hab auch noch keine. Aber ich war auch schon immer mehr PlayStation-Typ. Ja, keine Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt noch an Xbox habe, ist die Classic. Ja. Weil halt Halo und so weiter. Ist nach wie vor geil. Classic ist für mich absolut Bombe. Ich aber nicht falsch verstehen, ich hätte gerne eine One. Ja. Also früher oder später hole ich mir auch eine auf jeden Fall. Ja, ich auch, aber noch nicht jetzt. Nee, jetzt noch nicht. Ich warte noch, bis sie runtergeht. Das Feature, dass sie so absolut leise ist, finde ich richtig geil bei der One. Also. Ich spiele mit Surround-Ton, ich höre die Konsolen eh nie, egal wie laut die sind. Ja, okay. ja, ich auch, aber manchmal spät abends, man will ja die Nachbarn jetzt nicht aufwecken, hat man es ein bisschen leiser und dann hört man die Konsole schon. Ja, wobei ich sagen muss, also PS4, ja, also PlayStation im Moment, aber ich bin da absolut kein Fanboy auf Biegen und Brechen. Ja. Jetzt weiter. Uncle T. Eine Frage an mich, dann eine Frage an dich. Frage an mich, was wirst du auf der Börse in Köln suchen und was wird dein Highlight sein? Was er mit Highlight meint? Also ich denke mal, was ich mir dann... Das weiß ich ja noch nicht. Ich muss ja sehen, was ich dann letztendlich mir holen werde. Was ich dort gerne mitnehmen würde für einen guten Preis, aber auf der Börse ist es ja immer so eine Sache... die Pokémon N64. Denn ich da hat sie ja OVP zu, ne? Genau, denn ich habe die OVP hier und ich denke, auf der Börse könnte ich fündig werden. Muss man dann nur schauen, halt preislich halt, ne? Also natürlich will ich da nicht jetzt die Welt ausgeben. Ansonsten schaue ich nach, ich habe 3-4 Anleitungen, die ich unbedingt brauche für Spiele, die ich in OVP da habe. Ansonsten mal gucken. Hier, ich habe ein paar Deals am Laufen, ein paar Tauschgeschäfte schon im Vorfeld mit ein paar Jungs ausgemacht. Ansonsten denke ich, schaue ich, dass ich weiterkomme mit meiner Gameboy Play It Loud Reihe. Ne? Also ich habe jetzt den blauen, den roten, den Hip-Boy und den gelben. Einen grünen bekomme ich eventuell. Und was fehlt mir da noch? Der weiße auf jeden Fall. Ein weißer, der ist auf jeden Fall schon auch schwer zu kriegen. Der ist schwer zu kriegen. Fehlt da noch irgendwas? Der schwarze vielleicht? Oder war das keiner? Ja, auch der schwarze gehört auch dazu. Okay, gut. Ja, das sind so die Sachen, auf die ich auf jeden Fall dann schauen werde. Aber wenn man hinkommt, man sieht so viele Dinge, da geht es schnell, dass man dann vielleicht doch irgendwas anderes... Aber mal schauen. Wieder vom Titus an dich, Jan. Oh. Kommst du auch auf die Börse nach Köln und was ist dein Lieblingssystem zocktechnisch? Also mein Lieblingssystem ist auf jeden Fall der Super Nintendo immer noch. Da spiele ich immer noch fast am meisten mit. Krass. Keine Ahnung warum. Ja. Zum Beispiel einmal im Jahr immer Secret of Evermore durchgespielt, weil das ist mein Top-Spiel dafür. Okay. Nicht daran, weil ich damit aufgewachsen bin. Ja. Und auf die Börse werde ich jetzt also erstmal nicht kommen. Wie weit ist die von dir? Also von mir nach Köln sind es knapp 2,5 Stunden. Das ist jetzt nicht so weit. Aber ich habe zurzeit einfach keine Lust. Ach so. Auf eine Börse zu fahren. Ja, nee, verständlich. Muss man schon die Böcke mitbringen, klar. Ja. Aber vielleicht überlegst du es dir ja nochmal, weil ich fahre 400 Kilometer. Ja. Ne? Und vielleicht hast du ja doch Bock. Auf irgendeiner Börse werde ich dann mal da sein. Jawohl. wie weit ist Mannheim von dir? Keine Ahnung. Okay, weil da werde ich auf jeden Fall aufkreuzen. Der Napalus. Hallo ihr zwei. Habt ihr schon mal einen Fan von euch zufällig auf der Straße getroffen und wie war das Gefühl? Das Wort Fan ist für mich auf jeden Fall, ich sehe meine Community, ich bin kein Fan-haben-Typ, ja, also ich bin sowieso
klar, man kann seine Dinge mögen, ja, man kann seine Filme, seine Schauspieler mögen, aber so dieses übertriebene Fan-Sein von jemanden, von einem Menschen, ist für mich unbeschreiblich. Also ich bin schon an Franz Beckenbauer vorbeigelaufen, ja, am Bahnhof oder irgendwo und ne und ein paar Leute hingerannt, ey und bla und ich so, ah, cool, der Franz, schön. Danke, Weltmeister 90, sau cool von dir. So habe ich mir gedacht und bin dann weitergelaufen, so. Weil, da denke ich mir sowieso, ey, die haben doch eh keine Ruhe. Die haben eh keine Ruhe, man, lass den Leuten die Ruhe. Nee, aber du weißt, also, das, was ich sagen wollte, manche Leute sind so übertrieben krass auf andere fixiert, verstehe ich einfach nicht. Also, aber was hat er jetzt dann eigentlich nochmal gefragt? Ja, okay, habe ich ihm eigentlich, wie ist das Gefühl, jemanden zu, also, wie, es ist cool, jemanden zu treffen, der dich kennt, der mich kennt, ist absolut, ist cool, will ich auch nicht leugnen, super geil, super cool, ja. Ist immer schön, natürlich. Der Mivo. YouTube, ja, okay, ist auch wieder eine Frage an mich, aber dann über, YouTube als Selbstverwirklichung oder Selbstprostitution? Das ist die Frage. Ja, also, ich sag mal, ich mach's einfach, weil es mir Spaß macht. Und, ich hab den Channel aus dem Motiv für mich gegründet, weil ich hab angefangen, glaub, es war mit dem Nerd, ja, mit dem Angry Video Game Nerd. Und ich hatte immer das Gefühl, ich kenne ihn schon ewig, ja, wenn ich seine Videos geschaut habe. Und ich dachte immer so, das wäre ein Typ, mit dem ich locker rumhängen würde, ja, und ist bestimmt ein interessanter Mensch und so halt, ne. Und so versuche ich auch das zu machen, ne, dass die Leute das Gefühl haben, sie kommen mit mir mit auf den Flohmarkt, sie sitzen mit mir hier drin im Zimmer und zocken. Und, ja, deswegen mache ich auch das mit den Fragen jetzt, dass man ein bisschen mehr interagieren kann miteinander einfach. Ja. Und ja. Qualität oder Quantität, so ein Mittelding, würde ich sagen. Ist immer gut. Ja. Dann hat er noch eine dritte Frage, aber zu der komme ich später. Christoph Hose, Bratwurst oder Bockwurst? Das sind Fragen, ey. Bratwurst, so. Ist mir eigentlich wurscht. Die Wurst ist dir Wurst, ja? Ja. Diese dann mit Senf oder Ketchup? Bei mir Senf. Ich hab gern beides. Aber nur scharfer. Ich bin nicht so der scharfe Typ, mehr der Süße. Ja. Mario Bros. 3 oder Super Mario World? Das ist eine schwere Frage. Ist es wie zwischen seinen Erst- und Zweitgeborenen, ja, sich zu entscheiden, oder? Ja. Also, ich hab keinen Plan, also wenn ich mich da entscheiden müsste, weiß ich nicht. Also, das ist echt schwer. Echt schwer. Obwohl ich das Mario World mehr gezockt habe. Ja. Aber das Dreier ist dann halt. Das Dreier halt, ne? Also, manche streiten ja drum, dass das beste Spiel aller Zeiten ist. Naja, eben. Ne? Ich sag beide. Da kann ich mir auch entscheiden. Fanta oder Cola? Jo, egal. Ich trinke eigentlich fast nur Wasser. Okay, ich sag Spezi. Ja. PS4 oder Xbox One haben wir quasi schon geklärt. Lieber Sommer oder Winter? Sommer. Aber nicht zu heiß. Also ein Winner oder ein Sommer. Ja, Frühling, ne? Nennt man das Ganze. Nintendo Jäger. Wie war eure Schulzeit? Normal. Normal. Schlägerei einfach hier. Mobbing da. Problem da. Ja. Sportunterricht. Raucherecke. So in etwa. Aber ich habe nie geraucht. Du hast dabei gestanden, also passiert so. Ich war dabei gestanden, gebe ich zu, aber ich habe nie geraucht. Was kostet ein Gameboy Light Mod? Ein Gameboy Light Mod. Na gut. Ich denke mal, du ziehst das auf den Backlight, ne? Schätze ich mal, ja. Ja, also das Backlight Kit kostet 20, da kommen halt noch 4 Euro Versand drauf. Das ist schon mal 24.
Für den Einbau persönlich nehme ich 10 Euro, weil ich nicht groß Gewinn dran machen will. Ja. Und dann halt noch den Rückversand. Da kommt man bei mir so auf ca. 40 bis 45, je nachdem. Ja. Okay. Ob man auch eine neue Scheibe haben will, dann kommt man vielleicht auch nochmal auf 50. Aber du tauschst wenn ich jetzt auch gerne dann lieber. Lieber ja. Oder? Ja, das kommt drauf an. Was halt gibt dann. Ja. Das muss ich dann aber auch was Bestimmtes suchen. Okay. Wenn es ein fertiger sein soll, zwischen 60 und 70. Wenn der Gameboy von mir noch kommt. Okay. Ist halt auch zustandsabhängig. Okay. Gut. Was wollt ihr unbedingt noch in eurer Sammlung in eure Sammlung stellen? Unbedingt in meine Sammlung. Oh, das wäre was richtig Teures. Mhm. Das wäre aus Japan die Final Fantasy Box, die große, wo alle Teile drin sind, von 1 bis 13. Die kostet aber, glaube ich, um die 600, 700 Euro. Das wäre nochmal so ein Ding für mich. Okay. Ja, du bist ja großer Final Fantasy Spieler. Ne? Ja. Fan. ich hätte super gern ein Conker's Bad Fur Day in OVP. Ne? Da habe ich auch mit den lieben Herren danach schon gefragt, aber bis jetzt kam noch keins. Ja. ja, Maniac. Gut, der hat quasi die Frage, haben wir glaube ich auch schon geklärt. Kann man einen Gameboy einsenden für einen Pro-Sound-Mod? Pro-Sound-Mod, ja, kann man machen. Nein, habe ich persönlich aber noch nie gemacht im Mod, weil ich das für mich nicht brauchte. Weil das ist ja bei dem Mod geht es ja darum, dass dieses Rauschen weggeht, wenn du mit Kopfhörern spielst. Da rauscht das ja immer im Hintergrund. Ja. Man legt eigentlich nur zwei Kabel um. Man kann dann auf die alte Klinker draufgehen oder man baut eine neue ein. Das ist halt die Frage, ob man noch einen neuen Klinkerstecker haben möchte oder den alten verwendet. Wenn man jetzt, sag ich mal, den alten verwenden möchte, dann ist das jetzt keine große Arbeit. Ja. Wenn man jetzt aber eine neue Klinker noch haben möchte, dann muss man da noch ausbohren, ordentlich reinsetzen. Ja. Dann kommt es halt aufs Material an, was das kostet. Für die Arbeit würde ich dann vielleicht einen Fünfer nehmen, weil das sind vier Kabel, die gelötet werden. Okay. Das ist jetzt keine große Arbeit. Gut, dann fängt da wegen Backlight-Mod, haben wir ja geklärt. Ja. See Sally Belly Time. Was ist dein Lieblingsstar? Lieblingsstar? Habe ich wirklich so. Achso, meint der richtigen Star halt. Ja, denke ich mal. Also irgendwie. Achso, ich wollte schon sagen, der bei Mario. Irgendwas Prominentes. Oder der Nordstern. Wie gesagt, ich bin kein Stan-Fan von irgendjemanden. Ich hab so Leute, also Künstler und oder Schauspieler, die ich gut finde oder was weiß ich. Gut, einer meiner All-Time-Favorite-Schauspieler wäre Robert De Niro. Ja? Aber der die letzten 10 Jahre, kann man sagen, eigentlich echt fast nur noch Kacke rausgebracht, leider. Weiß nicht, woran das liegt. Also mit seinem Namen kann er sich eigentlich locker aussuchen, wo er mitspielen will. Aber, ja. Interessante Frage. Bei Ibo? Kauft ihr Spiele und verkauft die bewusst danach für mehr? Nee. Also ich hole ja, in der Regel will ich ja eigentlich nur zwei, drei Sachen von so einem Paket haben. Ja. Wie zuletzt bei dem NES, wo dann 17 Spiele dabei waren mit der OVP. Ja. Da wollte ich eigentlich nur den NES haben, Kirby und Chippendale und Excite Bike, und er hat gesagt, nee, nur komplett. Ja gut, dann habe ich halt das Ganze gekauft und den Rest wieder verkauft. Ja. Also ich gehe jetzt auch nicht gezielt raus, wenn ich auf den Flohmarkt gehe und oh, hoffentlich finde ich heute was ich dann ultra teuer weiterverkaufen kann. Aber hier und da stolpert man dann halt über irgendwas, wo man blöd wäre, wenn man es liegen lässt für den Preis. Ja. Ist auch richtig. Und dann ist klar, ich brauch's nicht und ich will das Geld wieder in meine Sammlung investieren. Aber jeder, ich denke mal, ich kann über mich inzwischen sagen, die Leute, die mit mir schon Deals gemacht haben, dass ich, wenn ich was weiterverkaufe, ultra läppisch faire Preise mache. Einfach, ja. Aber es ist so selten, dass vielleicht, wenn ich ein, zwei Mal was im Monat verkaufe, dann ist es schon viel. Ja. Ja. Keine Ahnung, weil wie gesagt, ich geh nicht raus und such gezielt nach, oh, hoffentlich kann ich. Hoffentlich finde ich eine Münzsammlung, die was wert ist oder. Naja. Nerdmonkey. Ich denke mal, er meint mich. Wann wird der Bart abrasiert? Oder wenn. Oder bei dir? Nee, bei dir. Also abrasiert in der Form nicht, denn ohne sehe ich aus wie ein Milchbübchen. Und aber bevor ich auf die Börse gehe, wird hier mein Porno
Stash gekürzt auf jeden Fall. Also das wird wieder getrimmt und die Matte kommt auf jeden Fall oben auch ab. Normal rasiere ich mir den Schädel einmal im Monat. Auf was schätzt du den Wert deiner Sammlung? Schwer zu sagen. Ja. Das ist echt schwer zu sagen. Also auf jeden Fall vierstellig. Bei mir? Ja. Vierstellig, aber wie hoch? Ist echt schwer zu sagen, ja. Aber irgendwo alleine. Vierstellig. Oh. Schwer zu sagen, ja. Lars Bongard. Erstmal schöne Grüße an Rhee und Jan. Dann hau ich mal die Fragen rein. Schöne Grüße zurück, Lars. Sammelt ihr Amiibos? Und wenn ja, wie viele habt ihr schon? Nee, sammle ich nicht. Ich hole mir nur bestimmte, die ich halt auch haben möchte. Ich will mir jetzt noch den Mega Man und den Kirby holen und dann war es das eigentlich auch schon. Ja, den Kirby habe ich. Ja. Und welche hast du jetzt? Ich habe jetzt diesen Mario aus dem Wii U Bundle. Den Mario Maker dabei war. Den habe ich jetzt dreimal. Ja. Einmal, als ich ihn mir damals gekauft habe. Dann kam der Mario Maker, die Wii U Edition. Dann war der auch drin. Und den mit dem blauen Latz. Weil es gibt ja den mit dem roten und den mit dem blauen, ne? Die neuen Farben hast du also auch einmal. Genau. Das ist einmal Classic und einmal neue Farben. Genau. Ja. Ja, dann habe ich den Toad habe ich noch aus der Toad Treasure Cracker Dings da. Okay. Welchen hatte ich noch? Einen hatte ich noch. Muss ich mal kurz überlegen. Weiß ich jetzt gar nicht. Toad habe ich nicht. Den Bowser habe ich noch. Das war mein erster. Mhm. Aber ich bin auch so, ich kaufe mir die, ich sammle die nicht, sondern nur die bestimmte, die mir gefallen. Ja. Aber lässt du die in der Schachtel? Ah, genau, den Yoshi habe ich noch, diesen Wolli-Yoshi. Den großen hatte ich mir geholt. Ja, den großen hast du? Großen habe ich mir auch geholt. Der ist cool. Ich habe noch keinen einzigen Wolli. Aber ich lasse sie drinne. Ich lasse sie auch drinne, ja. Ich benutze sie eh nicht. Nö, eben, ich benutze sie auch nicht. Und außer ich sollte mal irgendwie einen in die Hände kriegen, den ich schon hab. Mhm. Oder ich gebe ihn weiter, weil was soll ich denn mit fünfmal dem gleichen Amiibo? Schaut ihr Animes, haben wir schon geklärt. Welche Serien schaut ihr? The Strain habe ich zuletzt noch geguckt, das ist aber auch erstmal in der Pause. Ha, das steht bei ihm nämlich auch, weil zum Beispiel Supernatural, The Walking Dead und The Strain steht bei ihm. Ja, gut, Walking Dead guckt, glaube ich, fast jeder, also das gucke ich natürlich auch. Ja. Wobei ich das Fear the Walking Dead jetzt nicht so gut fand, das lag aber an den Schauspielern, die haben mir nicht so gepasst. Okay, habe ich leider nicht gesehen. Da muss ich mal gucken, wie Staffel 2 wird und wenn nicht, muss ich das da abbrechen. Ja. Game of Thrones gucke ich noch. Ich auch. Ganz gerne. Das ist echt eine coole Serie. Saugeile Serie, auf jeden Fall. Game of Thrones, Walking Dead für mich. Meine beiden Top-Serien im Moment. Aber, Breaking Bad hatte ich jetzt das letzte Jahr geguckt. Oh ja. Da habe ich dann hinterher bereut, dass ich so spät angefangen habe. Hast du schon Better Call Saul geschaut? Ja, die erste Staffel. Sau geil. Gut, wer ist ja noch nicht da. Die zweite fängt ja jetzt bald an. Ich hoff's, weil das ist nämlich das Problem. Ich schieb mir einen Riegel vor. Dass ich nicht mit zu vielen Serien anfange. Ja, da kommst du gar nicht mehr hinterher. Also kommst du gar nicht mehr hinterher und dann. Also nicht deswegen, aber vor allem Serien, die noch nicht komplett abgedreht sind. Ja. Ich habe keinen Bock mehr da drauf, weil ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ja. Mir reichen die zwei. Beziehungsweise, Ding habe ich auch noch angefangen. Saugeil kann ich jedem empfehlen. Bates Motel. Ja. Ja. Also die Geschichte von. Ja. Also den Film Psycho kennt ja jeder und es ist quasi die Geschichte dazu halt, ne? Sau geil gemacht. Mit der Schauspielerin von Conjuring, ja? Super Schauspielerin, echt. Das ist so geil gemacht, weil sie es richtig schafft, dass du sie liebst und hasst halt, ne? Und das musst du erstmal hinkriegen als Schauspieler. Auf jeden Fall. Also große Nummer. Petendo fragt, wieso nennst du dich Rhee bzw. Redeemer? Den Namen Redeemer habe ich von, was war das, Unreal Tournament? Da war irgendwas mit einer Knarre, ne? Da gibt's diese fette Knarre, die, also die ist gar nicht mal so groß, das ist so eigentlich eine Handknarre, aber sich verschießt irgendwie einen atomaren Sprengkörper, was alles zerstört, wenn er aufprallt. Und ich fand den Namen cool, ich habe ihn aber ein bisschen umgeschrieben, normal schreibt man das R-E-A-
D-E-M-E-R. Aber ich schreibe mich ja anders. Und ich habe das dann quasi umgeschrieben und habe das als Zockername benutzt. Ne? Wir haben ja LAN-Partys gemacht mit der Xbox Classic damals. Ne? Und hab dann, dann ist es irgendwann halt abgekürzt, ist halt Re, ne? Und die meisten nennen mich so, von daher alles gut. Also so kam ich zu meinem Namen. NES oder SNES? Super Nintendo. NES hatte ich zu kurz in der Kindheit. Ja. Aber ich zock mit dem NES auch sehr gerne. Ja. Ja, schwer zu sagen. Ich habe auch beide gleich lieb. Also da habe ich absolut kein Favorite. Nicht, ich könnte es jetzt echt nicht sagen. Bei der NES, zumindest bei mir ist es zumindest so, das ist bei der Super Nintendo, da geht's noch so, aber bei der NES, da habe ich jedes Mal, wenn ich sie aus dem Regal nehme, um sie hier aufbaue und ein Spiel reinschiebe, kriege ich so einen Flashback, ne? So einen kleinen emotionalen Flashback. So ohne Scheiß, das ist echt krass. Bei dem Teil und beim Game Boy, ja. Das ist echt Wahnsinn. Lara oder Nathan? Also, ich weiß nicht genau, was er meint, aber lieber Lara. Er meint, glaube ich, das Spiel an sich. Ja, also Tomb Raider oder Uncharted. Schwer zu sagen. Mit Tomb Raider sind wir aufgewachsen. Ja. Und dann ist es schlecht geworden, dann haben wir erstmal Nathan gedrockt, dann haben wir erstmal Uncharted gezockt und jetzt ist Tomb Raider auch wieder auf der Höhe, mittlerweile mal so langsam. Dann ist Tomb Raider wieder auch, also ich habe auch... Hast du das gespielt, das letzte? Also nicht das aktuelle, sondern das davor? Das davor habe ich gespielt, ja, das war cool. Das Einzige, was mir aber nicht gefallen hat, als sie gesplittet wurde von ihrer Gruppe, als sie sich dann die eine wiedergefunden hat, ja? Mhm. Und ich dachte, oh, das wird jetzt voll der emotionale Moment, so, oh, wir haben uns wieder gefunden, ja. Aber die waren dann so, ha, wo ist der Rest? Ja. Aber so geiles Spiel, super, hat echt Spaß gemacht. Ich mag das. Ich mag das schon irgendwie, diese linearen Adventure-Spiele. Musst du nicht nachdenken, ne? Musst du nicht viel nachdenken. Einfach nur laufen. Und gib ihm und ja. Nee, aber ich bin absoluter Open-World-Fan. Jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Ich zocke auch jetzt gleich oder morgen wieder oder so. Muss mal wieder der Witcher zocken. Witcher 3. So, dann arbeiten, oder haben wir da noch? Weil der Peter war jetzt der Letzte. Strohskatze heißt Simba. Scheiße, das hätte ich dich fragen sollen. Ja, hättest du mich fragen sollen, hätte ich nicht gewusst. Aber der hat noch eine Katze, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Okay, arbeiten wir uns wieder nach oben, wieder mit dem Lars. Was war der schönste Moment in eurer Kindheit? Schönste Momente meiner Kindheit, keine Ahnung. Gab viele, ne? Meine Geburt. Das weißt du auch noch hundertprozentig, ja? Ja, ich hab's auf Video. Ach so. Nein, Gott sei Dank hab ich's nicht auf Video, Alter. Nee, aber ich denke mal. Es war bestimmt was mit einer NES oder Super Nintendo auspacken oder irgendwas. Irgendwas mit Games. Aber jetzt so diesen einen Moment kann ich mir jetzt nicht erinnern. Womit vertreibt ihr eure Freizeit? Sonst noch? Außer zocken habe ich da nichts wirklich was. Ich auch nicht. Also im Moment nicht. Ich bin so von der Arbeit kaputt. Achso, irgendjemand hat vorhin, glaube ich, auch gelesen, was arbeitet ihr denn? Was wir arbeiten? Ja, was? Wo bist du unterwegs? Ich bin Maschinen- und Anlagenführer. Okay. Bei einer Metallfirma, also Zulieferer für Autoteile bin ich. Ah. So Getriebeteile und so ein Scheiß. Okay. Ich bin Servicefahrer für Betriebs... Mittel oder was, ne? Nee, ich sag mal, für Arbeitskleidung, ja. Also ich bringe dem Schreiner, dem Bäcker, dem Anlagenführer, wie auch immer, seine Berufskleidung und Wechselschmutzfangmatten den Firmen, ja.
Also deswegen ist ein recht anstrengender Job auf jeden Fall. Und deswegen, wenn ich heimkomme, schaffe ich es noch unter die Dusche, mach mir was zu essen und zock eine Runde oder schau fern mit der Freundin oder so. Eine Serie. Irgendwas Entspanntes auf jeden Fall. Games in der Kindheit? Games in der Kindheit. Mega Man X auf jeden Fall. Okay. Die hat mein Vater alle gehabt. Oder hat er immer noch. Der Sack. Und, Ja, kriegst du die nicht, oder was? Noch nicht. Wie, noch nicht? Na, er ist ja selber Zucker. Würde ich sagen, Vater. Aber schon reserviert. Sind es seine oder deine? Das sind seine. Die hat er damals gekauft. Oh, aber ist alles dabei. Da warte ich nur noch drauf. Das habe ich schon reserviert. Das klingt etwas makaber. Aber, ey. Wer zuerst kommt, ne? Wer zuerst kommt. Gott bewahre. So, was haben wir noch? Christoph Hose. Resident Evil oder Silent Hill? Schwierig, oder? Na gut, wenn wir vom heutigen Standpunkt ausgehen, ist es auf jeden Fall Silent Hill. Wenn wir vom damaligen Standpunkt ausgehen, ist es schwer. Weil damals waren beide Serien stark. Also. Weil die heutigen Resident-Teile fand ich alle nicht so pralle. Revelations 2 war wieder cool. Na, nicht der zweite, der erste war cool. Der zweite war dann auch schon wieder abgedriftet vom Ganzen. Also ich fand der zweite. Weil im ersten hat mich nicht ein einziger Zombie angegriffen, sondern nur so Monster-Käse. Ja, aber der hatte wenigstens Atmosphäre. Da fand ich genau das. Also ich will jetzt nichts spoilern halt, ne? Aber das Setting vom zweiten, als das bekannt wurde, wo man da ist, ne? Und, oh, krass. Und ich fand einfach. Also ich hatte das Gefühl beim zweiten, ich spiele wieder ein älteres Resident Evil. Bei Revelations war das für mich wieder so, Resident Evil 5 Style halt, ne? So. Ja. Aber, na, Geschmäcker. No. Pinky oder Brain? Brain natürlich. Natürlich. Star Wars oder Star Trek? Oh, ich bin eher Star Wars. Obwohl ich beides kenne. Boah, das ist echt schwierig. Aber Star Trek gucke ich heutzutage nicht mehr, deswegen. Ich schau, wenn, nur die, Nur die neuen Filme, aber ansonsten. Die neuen Filme, ja, oder serienmäßig die nächste Generation. Ja, also mit Picard halt, ne? Ja. Das war die beste Crew. Und an für sich. Ist schwierig. Ist auch wieder so eine Frage, ey. Ich könnte mich echt schwer. Also ich sag's mal so, schauspielerisch war Star Trek noch nie so auf Oscar-Niveau. Auf dem Level, ja. Auf Oscar-Niveau, gut, die ersten Star Wars-Filme auch nicht wirklich. Nee, aus lag am Budget, glaube ich. Lag am Budget, aber der neue ist jetzt wieder auf jeden Fall schauspielerisch ganz weit oben. Ja, schwer zu sagen, beides. Beides. RTL oder Pro7? Gar nichts. Von beiden. Gucke ich gerne. Ich schaue auch extrem wenig Fernsehen, aber wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, Pro7, weil da kommt doch mal ab und zu ein guter Film. Und ich glaube, die Simpsons kommen da auch. Ja, Simpsons. Wobei, ne? Ein paar gute Serien laufen da auch manchmal. Ja, Big Bang oder so ein Scheiß, ja. Hunde oder Katze? Katze. Hund. Ich friss nämlich deine Katze. Ja, aber eine Katze ist pflegeleichter. Ja, aber eine Katze ist. Ich liebe dich. Ich hasse dich. Fütter mich. Ich hasse dich. Fütter mich. Ich liebe dich. Ja. Den kannst du dressieren, ne? Der liebt dich immer. Ja, ich hab einen Kumpel, der Thomas, der T-Style, und dem seine Katze war wie ein Hund. Also, die hat mich schon einmal irgendwie gebissen oder gekratzt oder sonst was. Die wollte immer nur herkommen und geschmust werden. Und das gibt's auch. Das ist cool. Flashback oder Another World?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe, weil ich nicht weiß, worauf das bezogen ist. Flashback ist ein Spiele. Ach so. Also Flashback kenne ich vom Namen. Flashback kenne ich, das aber das andere sagt mir gar nichts. Another World sagt mir auch nichts. Aber ich würde jetzt gerade, wenn ich, ja, dann Flashback, weil ich das nur kenne. Ja. Ich kenne den Namen, aber ich kenne das Spiel nicht, aber den Namen kenne ich, Flashback. Ja. Ah. Genau, der Mivo fragt, wie ist eure Meinung zu falschen Menschen? Also solche, die sich vorne herum nett geben, aber sich hinterrücks das Maul zerreißen. Das kann ich gar nicht leiden. Nö. Aber ich sag's mal so. Also wer mich kennt, weiß, wenn ich mit dir ein Problem hab, dann komm ich und sag's dir. Ja? Bei mir persönlich sind so schon Freundschaften in die Brüche gegangen. Ja? Weil ich halt so bin, weil ja. Dann Freunde einfach das nicht gepackt haben, dass ich halt so ehrlich bin und das nicht immer das sagt, was sie hören wollen. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ich will nicht sagen hinterrücks, aber es geht so schnell, dass du irgendwie anfängst, dass jemand über jemand redet und du bist in diesem, es kann auch ein Freund von dir sein, ne? Das glaube ich niemand hundertprozentig heilig, was das Thema angeht. Jeder hat schon mal über jemanden geredet oder so. Ja. Mhm. Sogar der Papst. Ja, also, aber an für sich absolut. Also so richtig so über jemand asozial abhetzen und dann vorne rum, ey Bro, was geht, Allah? Ja. Ciao, ciao. Geht gar nicht. In welchem Film, also der Napalus, in welchem Film wart ihr mehr als einmal im Kino? Wo war ich denn zweimal im Kino? Irgendein Transformers war ich auf jeden Fall zweimal, aber ansonsten weiß ich jetzt nichts gerade. Ich auch nicht. Ja, also es. Ich bilde mir ein, es war einer der Herr der Ringe-Teile. Ich glaube der erste. Aber ich kann mich jetzt auch wirklich nicht erinnern. Ich würde gern öfter in Star Wars gehen. Also so 2-3 Mal würde ich mir auf jeden Fall den mal gern reinziehen im Kino. Weil das letzte Mal hatte ich echt halt, wie gesagt, also das erste Mal, wo ich jetzt drin war, vor ein paar Wochen. So einen asozialen Typen neben mir. Das macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß, einfach gestunken und hat jede Szene mit so einem dummen Kichern oder sonst irgendwas kommentieren müssen mit seinem, wer auch immer daneben dabei war und ja. Also den würde ich mir auf jeden Fall nochmal gerne im Kino anschauen. Auch gerne in 3D, weil ich habe ihn nur in 2D gesehen. Also auch gerne mal in 3D. Ja. Welcher Film oder welches Spiel habt ihr abgebrochen oder verweigert, weil es euch zu brutal oder anderweitig grenzwertig war? Da habe ich nichts. Nur ich spreche Spiele nur, wenn sie mir nicht gefallen. Ansonsten hatte ich da bis jetzt noch keine Gründe. Okay. Das abzubrechen. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, PT-Demo. Die PT-Demo. Die PT-Demo. Und zwar die hab ich durch. Echt, was ist durch, Alter? Ja. Ey, shit, Mann. Der Maniac, ne? Der Manuel, mit dem ich ja vor ein paar Tagen diesen Test gemacht habe, ne? Mhm. Er hat zu mir gesagt, ey, das musst du dir unbedingt runterladen und bla bla bla. Und dann habe ich das auch gemacht und ich habe dann deshalb halt echt im Dunkeln gespielt mit meiner Surround-Anlage. Ja, normal, wie denn sonst? Und hat ihn aber im Ohr, ja? Am Telefon. Und es hat mich echt so gefickt, sag ich mal, so wie es ist, ja, ich konnte es nicht fertig spielen. Nach einer halben Stunde hab ich zu mir, ey, fertig, ich bin jetzt fertig damit, ich hab keinen Bock mehr jetzt. Und dann hab ich's ausgemacht. Mhm. Und ist mir noch nie passiert, glaube ich, noch nie. Also, in letzter Zeit packe ich's irgendwie nicht mehr, mir diese krassen Gore-Porn-Filme anzugucken, ja. So Matt Hurras oder so diese richtig, richtig harten, so, ja. Weißt du, was ich meine, ne? So, ja. Serbian-Film oder sowas halt, ne? Wobei ich, Serbian-Film, ich fand den jetzt gar nicht mal so schlimm, ja, von den Szenen her. Ja. Aber der Film hatte irgendwas, der schafft es richtig, dass irgendwas, ein paar Tage lang bist du da ein bisschen nach danach, also. Aber so wirklich abgebrochen, ein Film, weil er mir zu krass war,
Wüsste ich jetzt nichts. Also keine guten Filme, die zu krass sind oder so, ja. Keine Ahnung. Nö, eigentlich nix. Bei was seid ihr unfaire, unbelehrbare und rein subjektive Fanboys? Da bin ich außen vor, weil ich nicht. Also ich mag zwar Final Fantasy sehr. Ja. Hab ja auch eine ganze Vitrine voll mit dem Zeug. Ja. Aber selbst da bin ich immer so, dass ich eher sage, jeder hat seine Geschmäcker. Es passt mir zwar nicht, wenn das einer sagt, ich mag das nicht, aber so ja. Ist das nun mal im Leben. Okay. Ja, ich auch nicht. Also ich zwinge. Ich hab eine sehr lange Zeit, da ich aus dem Hip-Hop-Bereich komme. Und es war. Ich hab aber wirklich viel Musik gehört, aber ich war sehr lange so drauf, dass ich gesagt habe, so, ja, das, was jemand anders hört, ist scheiße oder so, ne? Mhm. Nur das, was ich gut finde, ist gut oder so. Ja gut, aber, das ist dann aber eher so, als Jugendlicher oder Kind macht ja, man das dann so. Das ist dann eher dieses so, das ist typisch. Genau. Wo ich auch, aber was heißt unbelehrbar? Ich habe mich sehr gebessert, ja, muss ich ehrlich sagen. Und das, was ich vorhin schon angesprochen habe, hat jetzt weniger mit Fanboyism zu tun, aber mit, dass ich, weil ich mach's teilweise immer noch, wenn ich halt, wie gesagt, dieses Ehrliche, ja, wenn jemand, was ich früher gehasst hab, wie die Sau, wenn jemand schlecht erreichbar war, ja, auf dem Handy oder so, das hab ich gehasst wie die Pest, aber mittlerweile bin ich auch so, wenn ich mal keinen Bock hab, dann geh ich halt nicht ran, oder so halt, ja. Ne. Ich war sehr, sehr lange, dass ich so, mein Handy war, ich hab's seit knapp über einem Jahr jetzt eigentlich ständig auf lautlos, ja. Aber ich hatte sehr, sehr lange den Gedanken, man muss erreichbar sein. Man muss erreichbar sein. Ja, aber mittlerweile fahre ich den Film auch langsam ein bisschen runter und. Wenn man nicht will, dann will man nicht. Wenn man nicht will, dann will man nicht. Und ich lerne das auch gerade zu verstehen. Dass es Leute gibt, die mal keinen Bock haben zu telefonieren oder halt nicht immer erreichbar sind, ja. Ey, gebe ich ehrlich zu. Aber wie gesagt, ich bessere mich da. Jetzt haben wir eigentlich schon fast alles durch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das schaffen in der Zeit. Ich schau gerade, ob ich irgendwas. Remagst du Basketball? Ja. Ich war im Verein früher. Wir haben die schönsten Trikots gehabt, aber waren das schlechteste Team. Nicht, weil wir schlechte Basketballer waren, sondern weil wir es. Vielleicht hat das Team nicht funktioniert. Das Team hat irgendwie nicht so funktioniert. Wir haben schon gute Spieler gehabt, aber irgendwie hat es mit dem Team nicht funktioniert. Aber wir haben die geilsten Trikots gehabt, ohne Scheiß. Richtig geile. So grüne. Voll geil. Das beste deutsche Hip-Hop-Album. Hörst du Hip-Hop? Deutschen Hip-Hop? Ja, also ich höre, wenn man davon ausgeht, was das Beste ist für mich, dann muss ich danach gehen, was ich zu Hause stehen habe. Und das ist dann bei mir Sammy Deluxe. Das ist der einzige, von dem ich Alben hier stehen habe. Sammy, unangefochten, also ganz weit oben, reimtechnisch, ganz klar, ja. Er ist echt verdammt gut. Also. Verdammt guter Schreiber, will ich ihm gar nichts abnehmen, aber mir haben die Beats nie gefallen, die er sich ausgesucht hat. Weil ich bin mehr diese, was ich zurzeit feier, ist, jetzt nicht, was soll ich sagen, Rata und SSIO, aber mehr für die Beats. Von denen, ja gut, ja? Von den neuen kenne ich jetzt kaum jemanden. Ich höre zwischendurch noch ab und zu wieder halt die alten Dinger, so ja, Flair, Bushido und sowas hört man halt auch zwischendurch immer mal. Egal. Aber ist halt auch alles Geschmackssache. Ist sowieso. Auch reines Geschmackssache. Oder hier diese KKS-Dinger von früher. Ja, die alten KKS-Sachen, die ganz alten KKS-Sachen. Oder das erste Album von Kreuzfeld und Jakob, Hammer. Das erste Azad-Album, Hammer. Ein-Mann-Armee, Hammer. Ne? Aber wie gesagt, zur Zeit, so aktuell finde ich die Sachen von Chata und SSIO, also, aber vor allem wegen den Beats von denen, ja, weil es sind richtig geile 90er Oldschool Beats, ja, so wie ich sie schon immer gefeiert habe, genau. Ja, geil. Ihr kommt auf eine einsame Insel, welche Konsole und welches Spiel würdet ihr mitnehmen? Auf der Insel gibt es, wenn es vonnöten ist, natürlich WLAN. Na gut, welches Spiel? Also ein Spiel zu entscheiden ist schon schwer.
Das ist echt verdammt schwer. Sich für ein Spiel zu entscheiden, das ist schwer. Ja, und das WLAN müssen wir aber weglassen, weil sonst ist das Ganze von der einsamen Insel wieder. Dann sind nicht mehr einsam, sonst hast du ja Kontakt zur Außenwelt. Das bringt dir nichts. Aber ein Spiel, du musst ja auch überlegen, du weißt ja nicht, wie lange du da bist. Ja. Ja, ja. Wie lange bist du da? Das Spiel muss ja lange Spaß machen. Ja, dann natürlich war es sowas wie Skyrim oder The Witcher oder sowas halt, ne? Ja. Fallout 4 habe ich noch nicht gespielt, aber da. Es wird ja auch gelobt. Ohne Ende. Na gut, die Dinger spiele ich nicht. Das ist nicht mein Genre. Also. Ach so, okay. Ich spiele die nicht, keine Ahnung. Ich fange an und nach 5-6 Stunden habe ich schon oft probiert, aber dann höre ich einfach auf, weil es mir keinen Bock mehr macht. Ja, ich glaube, bei The Witcher war ich jetzt auch bei 4, 5, 5,5, 6 Stunden und habe dann die Wii U gekriegt und habe dann nur noch Mario Kart gespielt halt, ne? Das hat dich voll im Bann gezogen erstmal. Ja, hab ich immer noch. Ich habe es gestern gespielt erst, also fast täglich. Weil es ist halt auch so ein Spiel, du kommst heim und ich weiß ja... Gut, ist auch praktisch für zwischendurch, so mal ein, zwei halt Runden drehen und gut. Ja, ist für zwischendurch. Ich will nicht meinen kompletten Abend damit verbringen, jeden Tag 4, 5 Stunden ein Spiel zu zocken. Ich bin mehr der 1, 2 Stunden maximal Spielertyp, ja. Sowas. Dann ja, für 1, 2 Stunden fange ich schon fast gar nicht an, weil sich das für mich nicht lohnt. Ja, ist schwierig manchmal, aber... ja, ich glaube, ich würd Skyrim mitnehmen. Ja, ich würde irgendein FF-Teil mitnehmen, da müsste ich mich dann aber genauer auseinandersetzen. Ja. Also du FF, ich würde Skyrim mitnehmen, ja. Aber dann würde ich aber einen PC mitnehmen mit dem besten Mod, ja. Mit dem besten Skin. Damit das so realistisch wie möglich ist. Und wenn ich dann noch WLAN hätte, dann gibt's ja vielleicht Nachfolger oder so. Oder Add-ons oder Quests oder irgendwas. Ja, bringt dir nichts, weil du keine Karten kaufen kannst, um es runterzuladen. Ich finde jetzt schon eine Lösung. Aber kannst du die Beschreibung zu dem Addon durchlesen, ist ja auch was. Stimmt auch wieder. Jan, was für Papier benutzt du zum Labels drucken für die Cover auf den Modulen? Anfangs hatte ich mal so selbstklebendes Fotopapier. Mhm. Das war auch ganz gut, aber das musste ich im Internet bestellen und zurzeit benutze ich normales Fotopapier und klebe es dann mit einem Prittstift fest, hält auch. Okay. Hast du meine auch mit Pritt gemacht? Ja. Also. Ne, muss man echt sagen. Wenn man die nicht über den Boden zieht oder dran rumpult, geht das auch nicht ab. Ne. Oh, was ist denn das für ein. Ah, das sieht aus wie hier. Aber das sah eben aus wie ein Marker, vom Marker so ein Stift. Von dem Marker so ein Stift. Ein Strich vom Marker. Strich vom Marker, meine Fresse. Oh. So. Welcher Rocky-Teil ist der beste? Boah. Der erste, natürlich. Ja. Und dann der mit Ivan Drago. Ja, der vierte. Ist das der mit Ivan Drago? Ja. Okay. Meinst du auch Dolph Lundgren, ne? Ja. Genau, das war der vierte. Okay. Rocky Balboa hat mir auch sehr gut gefallen. Also die waren alle eigentlich ganz gut, aber... Einer, außer ich glaube der dritte war es, da hat der Sylvester Stallone sogar selbst gesagt, dass er sich schämt für den Film. Und dass er den eigentlich komplett, dass es den gar nicht geben sollte, dürfte. Mhm. Irgendwas war da. War noch was, oder? Die Simpsons All-Time Favorite oder sollte man es absetzen? Ich sag mal, die Serie bleibt halt beständig, ne? Ich muss sagen, ich guck's mittlerweile nicht mehr so oft. Früher hatte ich das, glaube ich, rauf und runter geguckt, aber mittlerweile mal eine Folge, okay, aber ich brauche das jetzt auch nicht mehr ständig. Ja. Nee, ich auch nicht. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Wobei ich sagen muss, früher war es vom Witz her etwas aggressiver. Finde ich. Es ist mittlerweile ein bisschen weichgespült worden. Ja, ist immer noch witzig hier und da, aber und rest in peace, Homers Stimme. Ja. Und ich sag bewusst Homer, weil die Deutschen, die sagen Homer. Aber er heißt Homer. Rest in peace. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber die Stimme von Homer ist leider verstorben. Und die Stimme von Marge, hat die aufgehört oder ist die auch verstorben damals? Die war glaube ich auch tot. Oh. Ach ja. So, haben wir noch was? Ich will keinen hier auslassen. Du musst jetzt aber auch, glaube ich, los, soweit ich weiß.
Ja, gleich. Ja, zur jetzt... Arbeit oder was? Nee, muss noch einkaufen. OCB. Mit welchem Fuß steht ihr morgens zuerst auf? Ah, das habe ich. Wo war das? Direkt unter Simpsons Ding. Ah ja. Ja, macht ja nichts. Keine Ahnung. Mit beiden. Ich auch, weil ich. Ich setz mich hin und dann stehe ich auf. Genau. Aber vor allem, weil ich liege auf der Wandseite des Betts und stehe immer vor meiner Freundin auf und ich muss das Bett runter und am Fußende aufstehen. Ja, runterrutschen. Also ich glaube, mein linker Fuß hat einen hauchdünnen Vorsprung vor den rechten. Ja, du hast Sorgen morgens. Ich bin froh, dass ich aufstehe. Ich bin so ein Aufsteher, wenn der Wecker klingelt. Ich, bam, aufgestanden. Ich stehe sofort auf. Wenn ich arbeiten muss, dann auch. Aber ansonsten bin ich eher träge. Ja, ich liege auch natürlich gerne im Bett. Und so, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch welche Klamotten, die Glück bringen. Darunter. Habt ihr Klamotten oder sowas, was euch Glück bringt? Nö. 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 Ansonsten... Ah, cool, dass du die Fragen auch hast. Aber du siehst jetzt auch nichts mehr, oder? Was für. Ich glaube, das war's. Was ist euer Lieblingsgenre? Das habe ich auch gerade gelesen, ja. Ja, JRPGs auf jeden Fall. Die zocke ich am liebsten. Danach kommen in der Regel Action-Adventure oder Survival-Horrors. Boah, ich mag alles. Alles, was mir Spaß macht. Ne, ich habe keinen Lieblingsgenre, ehrlich. Kann ich nicht sagen. Was mir gerade Bock macht halt. Kann Sportspiel sein, kann Action-Adventure sein, Ego-Shooter. Ja, kann alles mögliche sein. Also, ich hab da nichts Spezielles. So, siehst du noch was? Na, der Maniac hat gerade vor 3 Minuten was reingeworfen. Ach, was für Equipment nutzt du zum Musik produzieren? Hardware, Software, danke. Da meint er mich raus. Jetzt? Ja. Also, ich habe noch nie, wo hat denn das jetzt rein? Ah, okay. Was für Equipment, boah, also ich selber, ich habe zwar 2, 3, 4 Kollegen gehabt mit Studios und so, aber ich habe selber nie Equipment besessen. Also ich kann auch ehrlich nicht sagen, was da benutzt wurde groß. Ich habe mich auch ehrlich gesagt sehr wenig dafür interessiert. Ich war im Studio, ich habe meinen Text dabei, ich hatte meinen Beat dabei. Zum Beats machen kann ich dir sagen, nutze ich Reason 3. Ja, es gibt ja inzwischen 15 oder was, aber warum, ich brauche nicht unbedingt für meine Zwecke im Moment, sowieso reicht's vollkommen. Weil ich nutze Reason sowieso wie einen Sampler, wie eine Sample-Maschine, also wie eine Drum-Maschine, ja, wo du Samples schneidest und sie quasi einfügst und wie ein Puzzle dann wieder zusammensetzt. Ja, und dafür brauche ich kein aktuelles Musikprogramm. Das brauche ich da nicht. Aber ansonsten, was wir da so an Equipment immer hatten, das. Keine Ahnung, ich kannte mich da. Kann mich du, hast da nur, du hast nur deine Stimme mitgebracht und das war's. Ja, aber meine Stimme, mein Beat und das war's. Ja. Aber das war's jetzt wirklich, mehr haben wir nicht. Ja, doch eine Sache hatte ich noch gefunden jetzt. Ey Mann, du bist der Mann mit den Falkenaugen. So, von welchem Videospiel oder welcher Videospielreihe würdet ihr euch eine Fortsetzung, Remake, Reboot wünschen? Ah, oh, das hat man im letzten Video. Die Frage. Ja. Die habe ich jetzt noch gesehen. Hast du da was? Das ist schwer, weil alles, was heutzutage, also was diese Remakes, na gut, FF7 kommt, da bin ich ja schon mal glücklich, das reicht mir eigentlich erstmal. Was will man mehr als FF-Fan, ne? Resident Evil 2 soll ja ein Remake bekommen jetzt, das, ne? Das Remake kommt dann auch noch, da haben sie auch schon mal. Das wäre geil, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ja. Solange sie das nicht auf Action runtertrimmen, ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Weißt du, ob ich im letzten Video gesagt habe, das Halo Remake würde ich gerne mal zocken. Aber da brauche ich ja entweder eine 360 mit der Anniversary Edition oder eine One mit der Master Chief Collection, ne? Ja, ansonsten, keine Ahnung, ein richtiges HD-Remake von auf heutige Grafik angepasst wäre von Secret of Mana oder Evermore, wäre mal interessant zu sehen. Sowas, weißt du? Ja. Das wäre bestimmt nicht schlecht. Das wäre auch cool, bestimmt, ja. Schöne 4 Spieler wieder, den Mana zum Beispiel.
Mann, ey, da bräuchte ich echt mal jemanden, weil das sind so Spiele, Zelda, Secret of Evermore, und so weiter und so fort, das würde ich gerne mit jemand zusammenspielen, ja, also in einem Zimmer und Fernseher an und ich spiele die sehr ungern, aber ich hätte einfach gern jemand, der dabei ist. Da musst du mal einen finden, das lohnt sich. Ja, also Nürnberger Zocker, meldet euch bei Parship an. Nee, aber ich würde sagen, ich glaube, jetzt haben wir eine knappe Stunde gemacht. Ja. Und ich denke, so das reicht. Haben wir alle Fragen durchgegangen? Sind wir alle Fragen durch? Ja. Ansonsten, Jan, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Na klar. Sehr cool von dir. Und haben wir irgendwas im Tausch im Moment? Nee, ne? Im Moment sind wir ruhig. Krass. Ich glaube, das haben wir seit Monaten nicht mehr gehabt. Ey. Ja. Sonst sag mal was von mir bei dir oder von dir bei mir. Ja, aber es liegt auch an den Flohmärkten, glaube ich, jetzt. Ja. Dass keine Flohmärkte mehr sind. Groß. Wie gesagt, vielen Dank, Jan. Ja, gerne. Fürs Mitmachen. Ansonsten, Leute, wir sehen uns am Samstag, vielleicht in Köln auf der Börse. Ich schätze mal, dass ihr am Sonntag schon das Video bekommt, ja? Weil ich gönn mir keinen Spaß, sondern ich mach die Arbeit für euch, dass ihr ein paar Einblicke habt von der Börse in Köln und von dem Wochenende. Ansonsten, Jan, hau rein. Wir hören uns. Ja. Und Leute, passt auf euch auf. Euer Ree. Wir sehen uns. Wir sehen uns.